Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Chemie, herzlich willkommen zu diesem Video, bereits Säuren Teil 14. Bevor wir zum eigentlichen Teil 14, pH-Wert und Ionenprodukt kommen, möchte ich mit euch noch kurz wiederholen, was wir im Teil 13 besprochen haben. Dort ging es um das Ionenprodukt des Wassers und das möchte ich euch noch einmal in Erinnerung rufen. Wir haben über die Dissoziation des Wassers gesprochen, die Autoprotolyse. Und wir haben festgestellt, dass man diesen Prozess thermodynamisch darstellen kann durch das Massenwirkungsgesetz, indem wir nämlich die Konzentration der Reaktionsprodukte in den Zähler schreiben, miteinander multiplizieren und durch die Konzentration des Ausgangsstoffes, nämlich der Wassermoleküle, die undissoziiert sind, dividieren. Wir haben gesagt, dass die Gleichgewichtskonstante viel kleiner als 1 ist, haben uns dafür allerdings nicht weiter interessiert. Wir haben aber ausgehend davon, dass wir beim pH-Wert 7 ein sogenanntes neutrales System haben, festgestellt, dass dort die Konzentration der Wasserstoffionen 10 hoch minus 7 Mol pro Liter sind und entsprechend muss dort natürlich die Konzentration der Hydroxidionen ebenfalls 10 hoch minus 7 Mol pro Liter betragen. Weitergehend haben wir festgestellt, dass die Konzentration des Wassers im Vergleich zur Konzentration... Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com